So eine klassische D&D-Runde findet ja meistens gemütlich mit ein paar Snacks und leckeren Getränken mit seinen Freunden rund um einen Tisch statt. Manchmal geht das aber nicht, weil jemand zum Beispiel zu weit weg wohnt oder sich die Autofahrt abends einfach nicht mehr so lohnt. Und für diese Fälle können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir uns im digitalen Zeitalter befinden. Ich zeige euch heute, wie eine Online-D&D-Runde fast genauso viel Spaß machen kann wie eine herkömmliche Session. Im Wesentlichen braucht ihr neben SpielerInnen, Dungeon Master und Character Sheets drei Dinge. Erstens ein Kommunikationsprogramm, zum Beispiel Discord oder Teamspeak. Zweitens Musik bzw. Atmosphäre. Und drittens ein virtuelles Spielbrett. Als Kommunikationsprogramm empfehle ich persönlich Discord, da es kostenlos ist, Kamera-Integration hat, man dort Bilder verschicken kann und es im Zweifelsfall sogar ohne Installation im Browser nutzbar ist. Selbstverständlich ist aber auch jedes andere Kommunikationsprogramm ausreichend. So, jetzt könnt ihr schon mal miteinander sprechen. Für eine immersive Atmosphäre fehlt aber auch noch Hintergrundambiente und Musik. Dafür empfehle ich euch Watch Together. Hier könnt ihr jedes YouTube-Video eurer Wahl reinpacken und es wird im Anschluss für alle Leute im Watch Together-Raum synchronisiert abgespielt. Das bedeutet, drückt jemand auf Pause oder spielt ein anderes Video ab, passiert das auch bei allen anderen. Allgemein kann ich auf YouTube auch sehr das englische Schlagwort Ambience empfehlen, da hier eine Vielzahl an zusammengestellter Hintergrundatmosphäre zu finden ist. Last but not least haben wir das virtuelle Spielbrett. Im Englischen auch gerne mit VTT, also Virtual Tabletop, abgekürzt. Hier gibt es viele Optionen. Ich stelle euch im Folgenden zwei Stück vor, die ihre individuellen Vor- und Nachteile haben. Fangen wir mal mit der meiner Meinung nach besten Variante an. Foundry VTT. Foundry hat sehr umfangreiche Funktionen, die sich sogar durch diverse Plugins erweitern lassen. Unter anderem gibt es animierte Würfel, kleinere grafische Animationen zum Upgraden der Szenenbilder und eine dynamische Licht- und Perspektivenberechnung für die Battlemaps. Allerdings kommt Foundry auch mit zwei Nachteilen. Erstens muss der Dungeon Master als Host die Software über seinen Computer laufen lassen und sollte dafür zumindest nicht einen antiken Laptop von vor 10 Jahren besitzen, sowie eine stabile Internetverbindung haben. Und zweitens muss der Dungeon Master eine einmalige Lizenzgebühr von etwa 50 Euro bezahlen. Diese Gebühr entfällt lediglich für den Spielleiter, jedoch nicht für die SpielerInnen. Diese können nach wie vor alles ganz normal über ihren Browser aufrufen. Wer bereit ist, auf ein paar Funktionen zu verzichten, bekommt im Gegenzug eine kostenlose Variante, ohne größeren Setup- und Installationsaufwand. Roll20. Diese Webseite beherbergt die nötigsten Grundfunktionen, die sich optional gegen eine Abogebühr aufstocken lassen. Wie bereits erwähnt, gibt es aber auch eine Vielzahl an Alternativprogrammen und gerade weil es sich hierbei nur um ein Hilfsmittel handelt, gibt es absolut kein richtig oder falsch. So oder so empfehle ich euch, vor der ersten Session etwas Zeit einzuplanen, um technisch alles einzurichten und zu testen. Ein kleiner Tipp noch. Solltet ihr euer Character Sheet nicht ohnehin im virtuellen Spielbrett eurer Wahl importiert haben und stattdessen das digitale Character Sheet von D&D Beyond benutzen, dann empfehle ich euch das Browser-Plugin Beyond 20. Dadurch könnt ihr auf eurem digitalen Character Sheet würfeln und euer Wurf wird dann automatisch an das Spielbrett übertragen. Und wenn dann alles fertig ist, steht eure Online-D&D-Runde nichts mehr im Weg. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ebenfalls online, zumindest für euch, gibt es jeden Mittwoch unsere Live-Kampagne auf Twitch, also schaut doch gerne mal vorbei. Macht's gut und möge das Würfelglück immer auf eurer Seite sein.